beim letzten Mal habe ich noch gesagt, meine Güte, Freier, geh mal weg hier. Ich bin verheiratet, habe ich dir schon mal gesagt. Beim letzten Mal habe ich noch gesagt, es ist so gemein. Ich mache hier genau einen Cut vor dieser Tür, wo unser Questmarker draufhängt. Einfach aus dem Part, weil aus dem Teil, aus dem Grund, weil der Part 26 Minuten war und ich weiß nicht, was uns hinter der Tür erwartet, ob uns jetzt hier ein Bosskampf erwartet oder was auch immer. Aus dem Grund. Ja, das ist das Allerheiligste vom Mira-Ack und was uns immer dahinter erwartet, wird heftig werden. Das heißt, wir gucken jetzt erstmal, dass wir einigermaßen an diesem Ort muss ausgemerzt werden. Einigermaßen vorbereitet sind, das heißt mal ein bisschen heilen. Gut, das ist nicht notwendig. Dann rüsten wir aber auch mal die Zauber aus, die wir brauchen. Und ich glaube, es ist ganz praktisch, gleich den Schutzgeist zu beschwören im Kampf. Ja, wir rüsten. Welches Tun rüsten wir mal aus? Lasst mich mal schauen. Ja, ich glaube, Flammen rüsten wir aus. Dürfte am schnellsten gehen. Oder ist das ja. Okay, das ist hier Flammen. Ich habe aber auch. Eigentlich hatte ich auch die Tuns. Ah, hier, Feueratem ist schon ausgerüstet. Ja, dann haben wir nicht so viel zu verlieren. Renne da. Oh, Ladesequenz. Das heißt, uns irgendwas wird uns erwarten, was nicht Part des normalen Dungeons ist. Ich bin ja mal gespannt, ob es vielleicht ein Bosskampf ist. Davon haben wir ja in Skyrim selbst nicht so viele gehabt. Wäre natürlich was anderes, wenn wir hier vielleicht mal einen großen Bosskampf starten. Und aber wir haben ja gesehen, wir haben die ganzen Drachenknochen vorm Tempel gesehen. Wenn der Kerl so stark ist am Ende, dann könnten wir schlechte Karten haben. Wobei Mira-Ack müsste ja eigentlich tot sein seit tausenden von Jahren. Also, ich bin gespannt. Okay. Allerheiligste bedeutet nicht direkt Bosskampf. Das heißt, wir rüsten noch mal ganz schnell den Bogen aus. Böse an diesem Ort muss ausgemerzt werden. Oh, so viel offener. Ich weiß nicht, welches Wissen Mira-Ack dazu gebracht hat, sich gegen seine Meister zu wenden. Doch sein Weg scheint grausam gewesen zu sein. Ich wollte sagen, ich sehe nicht, ob wir je erfahren werden, was vor so langer Zeit geschehen ist. Boah, typisch Frau, immer am Quasseln, ey. Ich wollte gerade sagen, mal gucken, ob ich jemanden sehe. Da hängt hier so ein kleines Äpfchen drin. Ein menschliches Äpfchen natürlich. Und hier ein paar Knochen. Ja, sehr schön. Oh. Ja, hallo, wer seid ihr denn? Haben wir eine Verabredung? Ich glaube nicht. So, dann kommt mal alle. Ich habe da was für euch. Nennt sich Pfeil. Aber lasst ihn bitte nicht in euren Rippen feststecken. Der kann. Oh, sehr schön. Die Killcam liebe ich jetzt schon. Na, kommt er jetzt hier an? Oder, ja, Skelette haben uns so ein bisschen entdeckt. Übrigens, nicht wundern, wenn es hier langsamer wird. Das liegt nicht am Video und es liegt auch nicht an irgendwas anderem. Es liegt einfach daran, dass ich ja diese Fähigkeit damals gekauft habe, dass die Zeit verlangsamt wird, wenn ich in meinen Fokusmodus gehe beim Bogenschießen. So, sehr schön. Wir haben also eine ganze Horde Skelette hier ausgemerzt. So. Gucken wir mal hier. Amethyst nehmen wir mit. Das Knochenmehl auch. Ja, die Waffen lasse ich mal hier. Alles, was zu schwer ist und was ich auf den ersten Blick nicht brauche, das schenken wir uns einfach mal. Oh, guck mal, da läuft der Knochen noch weg. Der bewegt sich noch. Der lebt noch, der Skelett. Das Skelett. Silberhalskette. Ja, komm, schenke ich Ayela, wenn wir nach Hause kommen. Ein bisschen Knickknack machen. Wenn ich sie endlich aus der Kammer rauslasse, wenn ihr euch erinnert damals. Ich hatte Ayela ja in die Kammer gesperrt, weil sie mir auf den Geist ging. Ja, der sieht schon wieder härter aus. Oh, ja. Hart sind sie alle, bis sie einen Pfeil zwischen die Rippen kriegen. Na, Kollege? Ja, es ist natürlich sehr clever, mich anzugreifen, während du durch eine Falle läufst. Idiot. So, jetzt muss ich aber gucken, dass ich hier nicht von den Dingern getroffen werde. Oh, und die werden gerade ausgelöst. Verdammt, ich hoffe, ich stehe jetzt einigermaßen richtig. Oh. Ja, so viel dazu. Ich sollte Drogs nicht Idioten nennen, wenn ich danach selbst von den Dingen getroffen werde. Aber was hat es denn ausgelöst jetzt? Ist sie über eine Platte gelaufen? Sehr merkwürdig. Ja, komm mal da weg. Mann, Frau. Steh doch nicht so mitten im Weg. Und so ein bisschen Heilung wäre vielleicht auch nicht schlecht. Kann ich sie eigentlich mitheilen? Das wäre natürlich jetzt eine gute Frage. Schauen wir mal. Erstmal mich heilen. Erstmal hier das Wichtigste, der Papa selbst. So. Bogen wieder ausrüsten. Jetzt schauen wir mal, ob sie auch... wo ist mein Bach da? Schauen wir mal, ob sie auch geheilt ist.
Na, bist du geheilt? Ja, sieht so aus. Sieht alles top aus. So. Oh, da hinten war, glaube ich, irgendwas. Interessant. Es könnte sich lohnen, sich hier umzusehen. Könnte. Ich sehe hier nur Steine. Ich meine, wenn du Steine interessant findest, dann können wir uns gerne ein bisschen umschauen, gute Frau. Ich meine, es gibt ja verrückte Hobbys. Steinsammlern gehört mit Sicherheit dazu. Ich dachte mir, dass wir hier unten etwas finden würden. Wo bist du denn? Kennt ihr diese Zauber schon? What? Wo zum Geier bist du? Ach da. Ah. Kennt ihr diese Zauber schon? Welcher Zauber? Ist hier irgendwas, was ich gerade nicht sehe? Ja, ich meine, umso besser, wenn hier Seelensteine rum. Oh, Zauberbuch. Magierlichts. Papier. Oh, die Papierrollen. Jetzt wird er sagen, warum nehme ich die mit? Die sehen doch nur nach Schütte aus. Die nehme ich mit, weil die, glaube ich, sich in meinem Haus ganz gut machen werden. So, was haben wir hier? Seelenfall. Ja, den habe ich. Beschädigte Bücher lassen wir jetzt mal hier, obwohl ich die auch ja ganz gerne einsammle, wisst ihr ja. Kann ich eigentlich diese Halterung mitnehmen? Schade. Das wäre viel interessanter fürs eigene Haus. Denn ich will natürlich. Oh, da unten haben wir noch ein paar Tränke. Auch Hardfire werde ich mir definitiv noch kaufen. Und dann werden wir ab und an mal zurückgehen und in unserem Haus ein bisschen arbeiten, während wir hier Dragonborn spielen. Denn ein komplett eigenes Haus erstellen, stelle ich mir unglaublich geil vor. So, wo werden wir hier hingeführt? In eine Sackgasse offensichtlich. Gut, dann können wir uns auch normal zurückbewegen. Und ich denke, es geht in eine andere Richtung weiter. Was denn hier? Hat sie im. Oh, 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 oh! Kultisten auf 12 Uhr. Ja, wie wär's noch ein bisschen schneller laden? Altschöpfer, beschützt mich! Wo kommen die denn jetzt her? Ja, wir haben euch doch gar nichts getan, ihr verfluchten Kultisten. Boah, Freya, du stehst sowas von doof im Weg gerade. Ja, ich glaube, hier müssen wir uns mal ein bisschen anders behelfen. Ja, ihr wisst, was los ist. Es ist Werwolfzeit. So, wo ist der andere? Komm her. Das war schon? Ja, leck mich am Arsch. Das kann nicht alles gewesen sein. Jetzt, wo ich mich endlich zum Werwolf mal wieder verwandle. Verdammt. Ach so, ich könnte mich natürlich gerne ein bisschen nähren. Nom, 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 nom. Lecker, lecker, lecker. Ja, komm, wenn wir jetzt eh hier unterwegs sind. Ja, ruheloser Drog, du kriegst sowas von auf den Sack. Du legst dich hier echt mit dem Falschen an. Nom, 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 nom. Leckerer Snack war das. So, wo ist denn hier? Fritter ist sie. Ja, sie schreckt auch gar nicht zurück, dass wir jetzt hier plötzlich ein Werwolf sind. So, was haben wir hier unten? Eimer voller Fische. Wo geht's denn jetzt hier her? Bin ich hier vielleicht irgendwie falsch gelaufen? Gute Frage. Ne, hier kam ich ja her. Gute Frage. Gute Frage, nächste Frage. Erstmal zurückverwandeln. Ich glaube, das ist ein bisschen besser. Oh, wie wär's mit zurückverwandeln? Konnte man sich nicht zurückverwandeln? Nennt mich gerade doof. Ich hab's nicht mehr im Kopf, um ehrlich zu sein. Ich glaube, ich muss abwarten, bis ich mich eigenständig zurückverwandle. So war das, glaube ich. Wir können hier nochmal umschauen. Vielleicht kommt hier noch irgendwo einer, genau hier aus dem Schrank gesprungen. Das Böse an diesem Ort muss ausgemerzt werden. Ja, vielleicht hätte ich mich nicht nähern sollen. Das war, glaube ich, nicht ganz so clever. Oh, hier komme ich gar nicht durch. Hier bin ich zu groß für momentan. Ja, das ist ja sehr toll. So, gehen wir mal hier zurück. Vielleicht gab es nicht noch einen anderen Weg, in dem man laufen konnte? Eine andere Richtung? Ah, ich bin schneller als eure verdammten Fallen. Also eure Fair. Ihr wisst schon, was ich meine. Ne, hier kamen wir her. Okay. Ja, ich glaube einfach, ich muss warten, bis ich mich zurückverwandelt habe. Ich würde ja gerne auch noch die ganzen Leute looten, die da liegen. Gerade diese Kultisten. Wer weiß, ob die irgendwas Cooles haben fallen lassen. So, ist hier. Kommt hier nicht noch einer raus?
Hallo. Mal anklopfen. So, wo ist denn jetzt hier gerade mein Denkfehler? Ah, hier geht's her. Ah. Uiuiuiui. Ja, da bin ich ja doch ganz froh, dass ich noch Werwolf bin. So. Wie viel tiefer kann es noch hinabgehen? Ja, gute Frage. Oh, ein Thun. Ein Thun. Wort der Macht gelernt. Drachenform. Drachenform? Macht euch bereit. Holy shit, Drachenform. Scheiß die Wand an. Erstmal hier die Trogs platt machen. Hat sich ja doch gelohnt, sich zu verwandeln. Oh fuck, jetzt verwandle ich. Ah, verdammt. Ausgerechnet jetzt muss ich mich zurückverwandeln. Und bin hier halt nackt. Das ist natürlich gar nicht gut. Beschwören wir mal den Schutzgeist. Erstmal hier weg. Weg, weg, weg. Und vielleicht mal ein paar Waffen und sowas ausrüsten. So mitten nackt im Kampf sein ist nicht ganz so cool. Was rüsten wir denn mal aus? Ach, ich habe die Rüstung habe ich hier gar nicht am Schnellmenü liegen. Das ist natürlich gerade sehr unpassend. Bekleidung. Was ziehen wir denn mal an? Ja, hier, der Bund der Ehe. Ich ständig daran erinnert an die Fußfessel, die ich trage. So, ja, kommt das. Kultistenmaske, Robe. Ja, ich weiß auch. Ach, hier, die Sachen. Das hatte ich an und das hatte ich an und die hatte ich an. So, und jetzt glaube ich, sind wir ausgerüstet. Jetzt eben noch eine Waffe in der Hand. Und schon geht's hier ab. So, was nehmen wir denn mal? Wir nehmen mal. Ja, mache ich es wirklich so einfach und wähle den Streitkolben. Ja, komm, Streitkolben. Let's do this shit. Aber was denn? Was war das denn? Das ging so ein bisschen daneben, der Spruch. Ja, ey, Kollege, was du kannst, kann ich auch. Und zwar... Sekunde, 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 Sekunde. So ein bisschen Magie habe ich ja auch drauf, guter Torwächter. Oh, Torwächter, ist das hier Ghostbusters? Kommt gleich irgendwo Sigourney Weaver um die Ecke und sagt, hallo? Oh, es ist... Alter, du willst es echt wissen, ne? Der will sowas vom Wissen. So. Care. Idiot. Schlüssel zum Tempel von Mirak. Oh, ein Ebenerzschwert. Erinnert euch das an was? An, das wunderbare Spiel namens Dark Souls? Da gab es auch ein Ebenerzschwert, wenn man einem Drachen den Schwanz abgeschossen hat. So, das war's doch. Ja, es hat mir natürlich jetzt sehr geholfen, dass ich in der Werwolfform gerade unterwegs war und hier einfach mal so die erste Welle an Gegnern einfach komplett niedergemetzelt habe. Was ist denn da schon wieder? Das What? Böse an What the hell? Muss ausgemerzt werden. Ja, ja, ja. Ich höre schon wieder irgendwelche Soundbugs. So, ein paar Barren. Zaubertrank der Wasserhabung nehme ich auch. Alter Nordpunkt brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. Oh, oh, hui, den habe ich auch gar nicht gesehen, den Kollegen da oben. So, irgendein Schwert hier auf dem Boden ist offensichtlich buggy gerade. Na gut, gucken wir erstmal, was in der Truhe ist. Das interessiert mich viel mehr. Gold und... Oh, makelloser Rubin? Ah. Lass mich raten. Oh, oh. Okay, sicherheitshalber, ihr wisst, was wir machen. Wir speichern erstmal. was mich jetzt aber interessiert, wir haben gerade ein neues Thun bekommen und da stand da gerade Drachenform oder wir gucken uns gleich mal kurz an. Vielleicht habe ich es auch gerade falsch gelesen oder habe es jetzt schon wieder innerhalb dieser letzten paar Minuten durch diesen aufregenden Drachenkampf falsch im Kopf. Aber ich meine, da stand Drachenform. Das wäre natürlich schon verflucht episch, um ehrlich zu sein. So, schauen wir doch mal ganz kurz. Gehen mal, wo war es nochmal? Magie. So, wo sind unsere Toons denn? Schreie. So, Wirbelwind. Da, Drachenform. Du kannst einmal pro Tag eine Drachenform mit kolossalen Schlägen, einer Panzer und mächtigen Boah, wie awesome ist das denn? Bitte. Ja, das Problem ist, ich habe nicht genug Drachenseelen gerade, um den zu aktivieren. Doof so ein bisschen. Aber vielleicht kriegen wir noch eine Drachenseele. Oh, stellt euch mal vor.
Wie episch das wäre. Als Drache um. Alter, das wäre jetzt ja wirklich cool. Oh, was stehst du denn da? Oh, er hat so eine kleine Axt im Kopf. Ja, nicht, dass mich Axt interessieren würde, aber wer hat dir die Axt im Kopf geschlagen, Kollege? Jetzt habe ich die Axt doch eingesteckt. Das war gar nicht der Plan. So, was gibt's hier? Gold. Na gut, wir machen erstmal wieder das, was ich am besten kann. Ich verstecke mich hinter meinem Bogen. So, ja. Oh, hast du zwei Äxte mittlerweile? Ja, die Dame ist ausgerüstet. Und wenn ich die Tür so sehe, ihr habt auch das Gefühl, dass gleich ein Drache auf uns wartet, oder? Irgendwie sowas. Wie, willst du auch gucken? Das Böse an diesem Ort muss ausgemerzt werden. Dieser Schatten da oben ist ein bisschen merkwürdig. Ich hoffe, der kommt vom Kronleuchter. Zur Sicherheit machen wir mal die Tür zu. Und übrigens, was man hier mal sagen muss, die Texturen. Also das ist ja schon... Manchmal ist das schon sehr matschig. So, Tassen. Ja, komm. Tassen nehmen wir mit. Da können wir unser Haus mit ausstatten. Ihr wisst ja, ich nehme alles. Na komm, hier kann ich auch laufen. Ich glaube nicht, dass uns hier irgendwas... Hängemoos. Kann ich Hängemoos? Oh ja, kann ich auch mitnehmen. Sehr cool. Dass uns hier irgendwas großartig Böses im Speisesaal erwartet. Ich meine, es wird doch nichts Böses im Speisesaal passieren. Die Schatten sind auch lustig. Blinkende Schatten, möchte man fast sagen. Ist hier die Decke eingestürzt oder... Sieht ein bisschen merkwürdig alles aus. Ich sehe sonst auch nicht jetzt hier großartig was. Da ist ein Schalter, gut zu wissen. Okay, hier kommt jetzt gleich wieder einer rausgesprungen und macht Bu oder... Oder wie oder was oder warum. Da hinten ist der Schalter, aber ich würde mich erstmal gerne noch hier ein bisschen umschauen. Sackgasse? Unmöglich. Es muss dort noch mehr geben. Seht ja. Mal um. Klar gibt's... Ich gebe euch Bescheid, wenn ich im Essbereich etwas finde. Klar gibt es noch mehr. So, was haben wir hier? Oh, ist das Speck? Speck am Teller? Ne, eine Kriechranke. Speck wäre schöner gewesen, um ehrlich zu sein. So ein bisschen leckerer Speck. Wird der Kalli sagen. So ein ganzes Schwein auf Toast. So, Tränke, Salz. Ups. Komm, nehmen wir auch mit. So, ja, wir haben ja den Schalter schon gesehen. Hier, die muss gar nicht so eine Para schieben, die gute Frau. Ich lege hier gleich den Schalter um und dann geht's ab. Aber wir wollen so erstmal umschauen. So, Alchemie. Ja, ich wollte jetzt Alchemielabor wollte ich jetzt gerade nicht nutzen, um ehrlich zu sein. Alchemie beenden, ja. So eine kleine Exkursion im Bereich. Oh, komm, den Trollschädel nehmen wir mit. In Bezug auf. Oh, den nehmen wir auch mit. Was ist das? Ein Pferdeschädel? Lasagne. Kinders, kleine Lehrstunde. Das ist in eurer Lasagne drin. Hier meine ich die Texturen. Also, die sind manchmal so ein bisschen. Ugh. So, komm, dann legen wir mal hier mal den Schalter um. Ich wusste es doch. Gerade hat sich im Essbereich ein Geheimgang geöffnet. Das muss es sein. Ja, ist doch klar, dass sie einen Geheimgang geöffnet hat. Ich bitte dich. Hallo? Ist ja nicht so, dass der Ding, dass der Schalter irgendwie großartig versteckt gewesen wäre. So. Oh, da vorne sehe ich schon erleuchteten Raum. Keine Gegner. Aber was ist hier unten? Eine Grube? Okay, da geht's runter. Also wird hier auch irgendwo ein Schalter vermutlich sein. Was haben wir hier? Beschädigtes Buch. Beschädigtes Buch. Hier auch. Oh, hier haben wir ein paar schöne Tränke. Die nehmen wir natürlich mit. Ein Elfenohr. Eismyriam. Omiriam. Ja, Becher habe ich jetzt genug. Ich frage mich, ob hier etwas Miraaks Geschichte erzählt. Vielleicht die Bücher, gute Frau? Nee. Das wäre auch zu einfach gewesen. Hier. Nichts als ruinierte Bücher. Was sind das denn für Schädel? Oh Gott, dem möchte ich aber nicht begegnen. Glaub mir mal. Okay,
Okay, hier haben wir einen Schalter. Der wird wahrscheinlich das Ding hier öffnen. Ich erkenne diese Statue nicht. Wir sind schon vorhin an ein paar davon vorbeigekommen, aber sie werden immer zahlreicher, je tiefer wir hineingehen. Ja, und sie macht. Ich mag diesen Ort nicht. Es sieht fast so aus, als würden diese Statuen jeden Moment zum Leben erwachen. Ja, dummerweise ja, und genau das Gefühl habe ich auch. So. Ah, oh, ich wollte nicht gegrillt werden. Ich hol schon mal den Bogen raus. Ich habe so ein Gefühl, dass hier gleich wieder die Party abgeht. So, vorher schnappen wir uns auch mal den Seelenstein. So, was haben wir hier? Ein bisschen Gold, schadet nicht. Das da unten gefällt mir schon mal gar nicht. Also zur Sicherheit einfach mal speichern. Aber ich bin ja jetzt sehr, sehr zufrieden, dass wir jetzt... Ich weiß gar nicht, sind wir jetzt im vierten oder im fünften? Ich glaube im fünften Teil mittlerweile von Dragonborn. Und abgesehen von den Freezes, als wir angekommen sind, abgesehen von dem Freeze, als wir ins Wasser wollten, der reproduzierbar war, weil er dreimal passiert ist, bin ich jetzt doch relativ froh, dass es eigentlich bisher noch, ich will es nicht beschwören, aber relativ rund läuft. So, da ist auch wieder so ein komisches... Na, was ist denn jetzt hier? Gucken. Da oben hängt ein Balken. Ist hier irgendwie eine Falle, die ich gerade übersehe? Nee, aber das hier in der Mitte gefällt mir gar nicht. Sieht aus wie ein Maul oder sowas. Ist das ein Maul? Ist das ein Drachenmaul? Oder, Das ist sehr kurios hier. Ist schon unheimlich still. Das wird aber sicher nicht so bleiben, wenn wir weitergehen. Seid auf der Hut. Thanks, Captain Obvious. Oh, hier ist wieder... Nee, doch nicht. Oh, guck mal, ein Fahrstuhl. Ein Fahrstuhl. Mein Gott, wie tief kommen wir denn hier rein, ey? Das ist ja fast schon beängstigend, wie tief sie geht. Hat aber jemand lange dran gebaut. So, eine Tür. Na, gucken wir erstmal, liegt hier noch irgendwas? Nee. Oh ja, hier da. Oh, Drachenschädel. Schön beleuchtet. Kann ich den für mein Haus haben, bitte? Gucken wir erstmal. Erstmal ganz vorsichtig um die Tür ein bisschen linsen. Oh, das ist ja schon geil, so ein Drachenschädel, der beleuchtet ist. Also, das wäre genau der Gegenstand, den ich gerne im Wohnzimmer hätte. Also ihr merkt schon, ich laufe sehr langsam und ich bin sehr bedächtig, weil ich absolut so gar nicht weiß, was uns hier erwartet. Ich habe irgendwie habe ich ein schlechtes Gefühl. Hier sind auch wieder diese riesigen Schädel überall. Shit. Und da wisst ihr, was mich das erinnert? Wenn ihr so anfangs, dann in den allerersten Dungeon, wo man hochgegangen ist, da waren auch diese komischen Torbögen. Das ist natürlich jetzt echt sehr kurios, dass hier unter der Erde ist. Und das hier sieht auch fast so ein bisschen wie Totems aus. Also so indianische Totems. Was ist das hier? Was auch immer... Oh, oh, oh. Was auch immer hier abgeht, es gefällt mir noch nicht so ganz. Ja, ja, shut up. Shut up und sterbe. So, jetzt kommst du da vorne noch. Bleib mal stehen, ey, bleib mal stehen. Ist da jemand? Bevor du jemanden warnen kannst... Oh, da kommen ein paar mehr. Ja, alle kein Problem. Auch wenn mich irgendwas von der Seite angreift, scheinbar. Oh, Freya, verkackst du es wieder? Oh, ja gut, die Geißel ist natürlich ein bisschen... Oh, Freya, geh mal aus dem Weg, danke. Steht immer im Weg, die Dame. Gut, ich meine, ich würde auch so einen Fußrodar nicht über mich einfach so ertragen lassen, aber... Oh, kritischer Niederschlag, habe ich da gerade gelesen. Wäre vielleicht ganz gut, so, den mal auszuschalten. Das war's, glaube ich. Das waren alle. Puh. Ja, ich meine, wir kommen zwar bisher ganz gut durch. Wir sind noch nicht gestorben, aber ich habe, schon ein schlechtes Gefühl. So, ist ja nicht mehr zum Plündern. So, da Skelett. Ja gut, dass der nichts fallen lässt. Oh, da ist noch einer.
Vielleicht soll ich mich mal ducken. Ich glaube, dafür ist jetzt zu spät, oder? Beim Altschöpfer. Ja, komm, dann machen wir hier mal einfach ab nach vorne, wo es hier da Streitkolben. Ab geht's. Ja, ja, hol du dein Fußrodar raus. Ich bin besser als du. I'm better than you. Oh, außer dass du mich gerade. Oh, 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 oh. Oh, oh, nicht gut. Nicht gut. Ich sag, ich bin besser als er und dann kriege ich so richtig auf den Sack. Gar nicht gut. Tränke, 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 Tränke. Wenn er mich noch einmal trifft, dann war's das. Also Tränke, 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 Tränke. Was werfen wir mal ein? Gesundheit senken. Nee, Gesundheit erhöhen wäre ganz gut. Trank der Ausdauer, Trank der Heilung. Stellt 50. Ach, schon besser. So, jetzt muss ich erstmal wieder schauen, weil ich habe, glaube ich, gar keinen Schrei mehr ausgerüstet. Magie. Ah doch, Drachen. Ja gut, Drachenform. Die kann ich ja gerade nicht nutzen. Dann Feueratem, Todeszeichen. Ja, komm, Fußrodar. Bam, Bitch. Oh, was kommt denn hier? Oh, der hält aber eine Menge aus, der Kollege. Zumindest mehr, als ich ihm zutrauen würde. Oh, 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 das wird schon wieder knapp. Das gefällt mir gerade gar nicht. So, Tränke der Heilung sind weg. Den will ich jetzt nicht verwenden. 150er. Komm, nehmen wir mal die kleinen. Ja, komm, ich kite dich auch ein bisschen durch den Dungeon. Na, das war's. Hier, komm, ich gebe dir einen Gnadenstoß, Kollege. So. Puh. Das war jetzt viel zu knapp. Das lassen wir mal liegen, das Ebenerdschwert. Das war jetzt wirklich knapper, als ich mir gewünscht hätte. Puh. Ja, komm, das speichern wir mal ganz schnell. Meine Güte, also... Das hat mich jetzt, da hätte es mich jetzt fast dahin gerafft, um ganz ehrlich zu sein. Da hätte ich jetzt wirklich nicht mit gerechnet. Der hat mich ja mit zwei, drei Schlägen wirklich extrem an den Rand des Todes gebracht. Gut, also ich muss hier wirklich mehr auf der Hut sein und bin echt froh, dass ich freier dabei habe, weil sonst wäre ich, glaube ich, schon das eine oder andere Mal gestorben. Und das muss ja nicht sein. Aber ich sehe gerade, wir sind wieder so bei 7 zu... komm, wir gehen mal eben hier oben schauen, was hier ist. Nicht, dass hier das Ende des Dungeons schon ist. Mal gucken, was haben wir in der Truhe. Oh, ein schöner Schild. Gewicht 10. Nehmen wir erstmal hier das Gold mit, den Smaragdring. Oh, das ist aber schick hier. Und ist sogar leicht. Schau ich das mal an. Gewicht 2. Den nehmen wir auch mal mit. Die Stahlstreitaxt lassen wir mal hier. Die Eisen auch. Stab der Zombies. Belebt einen schwachen Toten wieder. Oh, nehmen wir mit. Gewicht 8. Jetzt muss ich aber mal ganz kurz schauen. Was ich momentan anhabe. Und zwar beim Kopf. Habe ich überhaupt irgendwas auf dem Kopf? Ich glaube nicht. Achso, doch, klar, ich habe Wollsohn an. Hm, ist natürlich... Ich meine, bessere Preise sind ja nicht so das, was ich unbedingt brauche. Unter Wasser atmen auch nicht. Also können wir eigentlich hier den Vulkanhelm anziehen. Gerade auch, weil der gebraute Tränke um 17% die Wirksamkeit davon steigert. Schauen wir uns mal an, wie wir damit aussehen mit dem Ding. Vielleicht soll ich mich mal umdrehen dafür. Ja, sieht man gerade so schlecht, weil irgendwie da ist eine Lichtquelle. Ja, sieht doch schick aus. Ich meine, sieht ja fast schon kriegerisch aus. Gut, jetzt sehe ich gerade nicht, wo es hier weiter... wahrscheinlich dahinter her. Ja, wir machen hier auf jeden Fall einen Cut, weil wir sind jetzt wieder bei fast 30 Minuten, 29, um ehrlich zu sein. Beim nächsten Mal an der Stelle geht's weiter und ich muss mein Inventar leer machen, sehe ich gerade. Denn wir sind zu schwer und können uns nicht mehr bewegen. Wir olle fette Nudel.